Ist das nicht schon wieder ein Träumchen? Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute ist Sonntag. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Vlog überhaupt schon was anderes gedreht habe, denn es ist die Tage überhaupt nichts passiert. Doch, ich glaube, ich habe schon was gedreht. Das heißt, ich heiße euch jetzt nochmal willkommen, denn eigentlich passiert das meiste heute. Wie gesagt, heute ist Sonntag, es ist recht früh. Und meine Familie hat sich spontan zum Frühstück getroffen. Das habe ich jetzt gerade erst gelesen, als ich wach war. Und deshalb hatte ich keine Zeit, mir die Haare zu machen. Fahre jetzt direkt rüber und habe einen kleinen schönen Vormittag mit meiner Familie. Und dann zeige ich euch schon mal das Tennisheim, in dem wir am Wochenende feiern. Oh, ist das richtig, oh, ist das schön. Richtig schön und auch richtig schön warm. Oh, ist das nicht ein Träumchen, wenn man mal so in den Himmel guckt? Ein kaputter Hund im Gebüsch. Die fahren, bist du kaputt? Na da, wo bist du kaputt? Ja, da wo ist kaputt. Oh Gott, guck mal, wie kaputt er ist. Der hat gar keinen Bock mehr. Carlos! Er guckt. Und er meinte, das ist ihm gar nicht aufgefallen, er kümmert sich. Carlos! Ja, fein! Yeah! Und ein Leckerli, ja. Und ein Leckerli. Ja, fein. Aus der Dreckhand. Ne, Carlos, heute schön Gassi gehen, ne? Kaum ist Mama nicht dabei, kriegt er nur Dreck. Und er geht wieder schnüffeln. Oh, wir sind heute ganz entspannt. Heute ist so ein schönes Wetter. Da, wo habe ich schon die ganze Zeit gewetzt mit dem Frisbee. Jetzt brauchen wir mal eine Pause. Warum hängt er da im Gebüsch? Was machst du da? Er hat eine Höhle. Okay. Wir gehen noch schön weiter Gassi. Und dann, wie gesagt, zeige ich euch gleich schon mal das Tennisheim. Oh, jetzt geht jetzt geht's wieder ab. Hier gibt... Super, Davo! Und komm. Und komm. Ah, der war nicht gut, der Wurf. Den konnte er ja gar nicht kriegen. Ja, komm. Ja, fein, Davo, fein. Und komm, gib her. Jawoll, fein, Davo. Komm, ein noch für die Zuschauer. Ein noch für die Zuschauer. Jawoll! Fein, Davo. So, und jetzt müssen wir erstmal aufholen. Die anderen. Ey, sag mal, den hat er mir aus der Hand gemopst. Du Lümmel, du. Unglaublich. Mal aus, ey. Wir gehen immer Gassi, dann werfe ich einmal den Frisbee und dann fläzt er sich irgendwo hier in die Ecke, ne? Na, Davo? Hey, bald kommen ganz viele Zuschauer zu Besuch, die dich alle kennen, wenn du jedenfalls mit kannst. Ach ja, wir waren hier wieder richtig schön da hinten. Ich habe gerade überlegt zu filmen da hinten am Bach, aber es war so schön, wir haben so schön geredet, da habe ich das Handy mal weggelassen. Ne, Davo? So, jetzt kommt er wieder hoch. Du hast aber auch echt einen Knall, ne? Liegt sich da unten in den Graben rein, nur weil er da ein bisschen Schatten hat. Du, Davo, das wird noch viel schlimmer jetzt diesen Sommer, ne? Mit der Hitze. Was kommt denn dann auf dich zu? Wirst du dann genauso leiden wie ich? Ach ja, apropos. Ich habe schon mal so ein bisschen geguckt nach einer Klimaanlage. Und ich glaube, ich habe mir da eine ausgesucht. Halt vor allem für das Wohnzimmer. Und ja, ich würde sagen, wenn ich zu Hause bin und nicht dran denke, dann zeige ich euch die schon mal. Weil das wird dann quasi das Spendenziel sein für meinen Geburtstagsstream. Aber da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Das war mir nochmal wichtig, mein Video auf dem Hauptkanal, wo ich auch nochmal über Spenden und sowas gesprochen habe. Es ist mir einfach immer wichtig, da transparent zu sein und euch klar zu machen, was für ein Mensch erhält eure Spenden eigentlich jetzt gerade. Und ja, wie steht es um mich finanziell und sowas. Das war mir nochmal wichtig zu erzählen, dass ich ja einen normalen Job habe
dass ich normal arbeite, dass es mir gut geht im Leben und ich mich natürlich freue, wenn ihr euch an sowas beteiligt, aber dass das auch ohne geht. So, aber egal, wollen wir nicht schon wieder drüber reden. Ich schnappe über den kaputten Hund und dann machen wir mal Feierabend. Moin. Okay, ihr seht jetzt wahrscheinlich vordergründig nur Äste. Ach, ich liebe diese kleinen Ausblicke, die man hier in Lauenburg immer so bekommt, ne? Jetzt seht ihr gerade mehr als ich, weil das sehe ich jetzt gerade nicht. Nee. So, da wären schon mal die Sitzreserven für draußen, falls ihr hier komplett eskaliert. Und hier ist das Tennisheim. Hier wird Geburtstag gefeiert. Ja, die Plätze sind noch zu, die sind noch gesperrt. Hier hing gerade so ein Schild draußen am... Das hat irgendeiner draußen ans Tor gehängt hier. Wollen wir mal gleich wegschmeißen. Ja, ich mache mal auf und dann zeige ich euch das mal von drin. So. Das ist unser Clubhaus. Ach, guck mal, da steht noch Ramazzotti vom von der Vollversammlung. Ja, hier können einige Leute sitzen. Hier ist halt auch cool. Hier ist die Bar, ne? Und hier können halt auch noch Leute direkt in der Bar sitzen. Und hier ist die Musikanlage. Da werde ich natürlich richtig schön Videospielmusik anmachen. Ja, kann losgehen, ne? Ihr könnt kommen und eskalieren. Machen wir kurz 10. Wie viele können denn da sitzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. Also hier können locker 40 Leute, kriegen wir hier locker unter. Vor allem, wie gesagt, hier sind auch noch Hocker an der Seite und da haben wir auch noch genug Sitzmöglichkeiten hat man hier. Also falls euch jetzt, wie gesagt, eskaliert und dann teilt sich das ja eh ein bisschen auf, dann stehen welche in der Küche, dann stehen welche draußen, weil sie halt rauchen, ne? Und das Coole ist halt, ich habe halt auch hier eine kleine Küche. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Ofen, den ich benutzen kann, eine Spüle für die Bewirtung, denn ich möchte euch ja auch ein bisschen was zu essen anbieten. Und das wird ziemlich cool, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, war generell wieder ein sehr, sehr schöner Sonntag. Also mein Sonntag ist noch lang, es ist jetzt gerade mal 14 Uhr. Aber es ist einfach so ein schönes Wetter und ja, jetzt waren wir auch ganz schön lange Gassi, ganz schöne Zeit draußen und ich würde sagen, das wird ein super cooles Wochenende. Ich freue mich auf euch, denkt dran, falls ihr kommen wollt, Bescheid sagen, dass ich das ungefähr einordnen kann und ja, bin mal gespannt, wer da so aufschlägt. Und ich würde sagen, ich fahre mal nach Hause und dann zeige ich euch noch was Cooles. Das habe ich schon kurz gezeigt in meinem großen Labervideo, aber noch nicht hier. Achso, was mir übrigens ja nochmal gerade einfällt, dadurch, dass das hier auch ein Tennisheim ist, gibt es ja natürlich auch Umkleiden. Das heißt, falls ihr natürlich hier ankommen wollt und ihr kommt hier direkt an, ja, dann könnt ihr euch hier tatsächlich auch noch umziehen. Hier gibt es halt richtige Frauen- und Männer-Umkleiden. Mit den Parkplätzen muss ich übrigens ja schon mal gucken, denn die einzigen Parkplätze, die wir haben, das sind halt die da vorne. Da werde ich stehen und da wird auch Anwohner, da wird relativ schnell voll sein. Das heißt, ich empfehle tatsächlich denen, die hier ankommen, bis zu einem gewissen Grad kann man da vorne noch parken. Aber ansonsten würde ich euch tatsächlich empfehlen, dass ihr bei mir vor der Tür auf dem großen Parkplatz parkt. Das ist der Schüsselteich. Da ist ja auch da, wo ich wohne. Einige von euch, wie gesagt, ihr könnt ja auch schon ein bisschen vorher kommen, 14 Uhr, zu mir. Dann könnt ihr euch noch meine Wohnung angucken und dann können wir von da aus zu Fuß hierher gehen. Der Schüsselteich ist von hier. Das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz kleine Fußstrecke zu Fuß. Das ist nur einmal die Hauptstraße lang. Da geht man 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell man geht. Das heißt, falls ihr jetzt nicht hier das krasse große Gepäck dabei habt oder sowas, wäre es parktechnisch tatsächlich am schlauesten, ihr parkt einfach, wie gesagt, am Schüsselteich und geht von da aus dann zu Fuß hierher. Weil hier direkt vor dem Tennisheim werden die Parkplätze ziemlich schnell voll sein. So, da seht ihr jetzt meinen Einkauf, mein Mittagessen quasi. Ich habe mir die mal mitgenommen, die hatten wir bei Lidl im Angebot. Rote Linsenspaghetti. Hier, schön rabattiert. Da bin ich mal gespannt. Wie das wohl schmeckt. Spaghetti aus roten Linsen. Da werde ich demnächst berichten. Dann hatten wir im Angebot, ich konnte nicht widerstehen, Look Look, saure Erdbeerstreifen. Kennt ihr die noch aus eurer Kindheit? Die habe ich immer in meine Naschi-Tüte gepackt. Jetzt habe ich die mal mitgenommen. Dann möchte ich heute endlich mal den Tee probieren, den Fabi und Flo mir aus Polen mitgebracht haben. Den werde ich heute mal testen. Auch wenn es heute warm ist. Dann haben wir jetzt nämlich gerade im Angebot, nächste Woche, Kartoffel mal anders von Unox. Habe ich mir natürlich mitgenommen, mache mir dann jetzt schön gleich Kartoffeln, Brokkoli und Geschnetzeltes. Mache ich mir jetzt gleich in meine neue Auflaufform, die ich mir auch gekauft habe. Ich hatte noch gar keine. Ich werde jetzt also Kartoffeln schälen, vor dem PC ein bisschen lümmeln und dann gibt es nachher
lecker essen. Und das andere, was ich euch zeigen wollte, ich habe ein Paket bekommen von dem lieben Robert. Und der Robert hat mir erstmal einen sehr, sehr lieben Brief geschrieben, hat gesagt, dass er mich schon seit 3,5 Jahren jetzt auch schon guckt und dass er einfach so sehr schätzt, wie persönlich ich mit dem Ganzen umgehe. Und dass er irgendwie immer geguckt hat, aber nie wirklich jemanden gefunden hat, der halt wirklich so offen und so persönlich ist. Und vielen, vielen Dank für die netten Worte. Dann kamen dann noch ein paar persönlichere Worte, weshalb ich den Brief jetzt nicht richtig komplett vorlese hier im Stream. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel, viel Kraft mit dem, was du da durchgemacht hast. Und ich bin froh, dass ich dir dabei ein bisschen helfen konnte. Und er hat mir geschickt ein Paket. Die habe ich schon gezeigt in dem Hauptvideo. Cuphead-Figuren, mega cool. Cuphead und, hat der eigentlich einen anderen Namen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall diese beiden Cuphead-Figuren, richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür, die sind schön plüschig. Die sind jetzt hier in bester Gesellschaft mit meinen anderen Plüschfiguren noch. Habe ich mich mega gefreut, weil das halt auch wieder, das sind so Spiele, die ich halt total cool finde, aber zu denen man nicht unbedingt 1000 Merchandise-Sachen irgendwie hat. Und deshalb freue ich mich über sowas nochmal richtig speziell. Ich werde mir jetzt, denke ich, ein Filmchen anmachen. Und dabei dann nebenbei Kartoffeln schälen und einen ganz entspannten Sonntag machen. Und was heute noch so passiert, weiß ich noch nicht. Aber ich werde jetzt auch diesen Vlog für euch hochladen und diesen Vlog für euch fertig machen. Heute eine kürzere Variante. Aber ich kann auch schon mal anspoilern, denn ich habe mir nochmal 2 bestellt jetzt tatsächlich. Ach ja, ich weiß noch, was ich euch noch zeigen wollte. Oh, die sind so hübsch, ne? Oh, ich liebe diese Displays. Auch die nächsten beiden, die sind so cool. So, und zwar habe ich ja, wie gesagt, mich schon mal schlau gemacht, mich schon damit beschäftigt, mit Klimaanlagen. Ich mache das jetzt mal eben hier am Handy. Es gibt halt sowas hier, es gibt diese mobilen Klimageräte. Das Problem ist, wie ihr hier schon jetzt bei den Bildern seht, man braucht dann halt immer eine Fensterverbindung nach draußen. Das heißt, ich muss dann immer mit so einem Schlauch das Ganze nach draußen legen. Sehr unpraktikabel und vor allem die Dinger sind lauter als halt diese festen Klimaanlagen. Und bisher habe ich viel geguckt und für meine Raumgröße, für meine Wohnung ist tatsächlich am besten geeignet das Ding hier. Es gibt davon Auktionen, aber im Endeffekt landet man immer so bei ungefähr 500 Euro. Und das gestaltet sich halt folgendermaßen. Ich habe mich da jetzt schon mal informiert. Du hast halt dieses Gerät hier, das steht dann am Boden. Und das Ding da machst du dann, das kannst du zwar auch an der Wand befestigen, aber ist nicht nötig. Und dann hast du halt hier dieses Gebläse, das dann halt oben die Luft rausbläst. Die beiden musst du dann mit einem Kupferdraht miteinander verbinden. Das heißt, diese müssen auch ungefähr zusammenstehen, diese beiden Geräte. Und ich habe mir das alles genau durchgelesen. Das Schöne ist halt, dass die Dinger garantieren, dass die halt sehr, sehr leise sind. Man sie also auch benutzen kann, wenn man halt nebenbei zum Beispiel schlafen möchte. Und gerade dieser Aspekt, dass das Ding leise ist, war mir sehr, sehr wichtig. Ich musste natürlich auf so ein paar Dinge achten, dass das nicht zu schwer ist, um das bei meinen Wänden irgendwie montieren zu können. Das wird kein Problem sein. Und vor allem, dass das halt auch wirklich praktikabel ist für den Alltag. Klar, das Ding ist ein bisschen teuer. Also damit meine ich vor allem der Unterhalt, weil wenn man so eine Klimaanlage immer laufen lässt, dann zahlt man ordentlich Strom drauf, das ist klar. Wichtig ist aber, dass man das Ding halt auch steuern kann. Dass das Turbokühlen, Turboheizen hat, damit das auch sofort wirkt. Dass er einen Entfeuchtungsmodus hat bei dem Ganzen, damit man keine Probleme auf einmal mit Schimmel bekommt. Dass es den Schlafmodus gibt, dass du sagen kannst, okay, dann und dann kühlt er sich runter. Dass er auch je nach Temperatur selber regelt, dass das einfach praktikabel ist und nicht so viel Strom verballert. Dass das Ding lange haltbar ist. Ich habe sehr viele Jahre Garantie da drauf. Ich glaube, 10 Jahre Garantie sitzt auf diesem Gerät. Und auch die ganzen Energiewerte, A++ und gerade hohe Laufruhe, niedrige Betriebsgeräusche haben sie hier nochmal extra hervorgehoben. Das war mir natürlich wichtig, weil es nützt mir nichts, wenn da so ein Ding in der Wohnung rattert und dann irgendwie ständig irgendwelche Geräusche dabei sind, dass man eine schöne Fernbedienung hat, dass per Smartphone einfach, dass das Ding funktioniert und dass es im Alltag halt auch wirklich dann einen Komfort bietet und man nicht so ein komisches Gerät da stehen hat, was dann im Endeffekt mehr nervt, als dass es einem irgendwie was bringt. Ja, und ich bin halt, wie gesagt, gerade kurz davor, dieses Ding zu bestellen. Ich muss nur noch gucken, wie das mit der Lieferung und der Montage ist, ob die mir das Ding auch direkt montieren oder ob ich mir dafür jetzt noch jemanden, einen Kumpel beschaffen muss, der mir das Ding montiert. Mit diesem Kupferdraht muss das ja verbunden werden. Und ja, dann müssen wir natürlich noch gucken, wo wir das Ding dann in dieser Wohnung halt, es geht ja hauptsächlich ums Wohnzimmer, wo wir das Ganze dann auch anbringen können. Da der Fernseher sitzt, im Endeffekt gibt es 2 Möglichkeiten. Ich könnte das Gerät dort installieren. Das heißt, es steht dann da in der Ecke, dann steht es aber leider vor Anschlüssen da unten und da wäre dann das Gebläse. Oder hier. Ich könnte natürlich auch hier das Regal da wegnehmen. Muss ja nicht unbedingt da stehen, das Regal. Und dann könnte ich nämlich da
Den Lüfter anbringen und da dann einen Tisch über dieses Gerätchen stellen, das wäre natürlich auch möglich. Dass ich dann für diese Klimaanlage sowieso ein bisschen umräumen muss, das war mir ja sowieso von vornherein klar. Da an der Ecke hätten wir natürlich den Vorteil, also da an der Ecke, dass dann nicht unbedingt die Sonnenstrahlen direkt auf das Klimagerät ballern. Weil hier wäre natürlich das Problem, dass dann da ja Sonne einfallen kann auf das Klimagerät. Aber da könnte ich dann ja zur Not einfach bei einem Fenster, das könnte ich ja zur Not irgendwie mit einem Rollo abdunkeln. Von daher sollte das auch nicht das Problem sein. Ja, das ist das. Das sind meine laufenden Pläne aktuell zur Klimaanlage. Und ja, mal gucken, wie das jetzt so anläuft. Ob ich das jetzt schon demnächst bestellen kann oder ob ich das einfach anders bestelle, also erstmal 2 Monate oder darauf spare, dann ist das Problem, dann wird es teurer. Muss ich mich mal jetzt genau schlau machen. Ich mache mir jetzt erstmal mein Essen und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich mache den Vlog jetzt für euch fertig, damit ihr nur noch gucken könnt. Ich habe heute einen schönen Sonntag. Ich hatte schon ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr auch. Was habt ihr so getrieben am Wochenende? Schreibt mir gerne nette Kommentare, wisst ihr ja. Oder kommt heute Abend vielleicht in den Discord. Ich werde heute Abend wahrscheinlich ein bisschen im Discord talken, wenn ich nicht streame. Aber das seht ihr dann ja noch, ne? Ich mache das heute alles ganz spontan bei mir aus. Von daher, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ich habe euch alle ganz so lieb, das wisst ihr. Und ich hoffe, ich sehe einige von euch an meinem Geburtstag. Also, Peace!